Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich bei allen Veranstaltern, die diesen Abend und die gesamte Reihe dieser Veranstaltung ermöglicht haben. Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, heute zum Auftakt dieser Reihe über die iranische Frauen sprechen zu dürfen. Über das permanente Unrecht, dem sie ausgesetzt sind, über ihre unermüdliche Anstrengung, diesem Unrecht zu entkommen. Anfangen möchte ich mit der Vorstellung der Dame, deren Foto ich neben mir habe, Frau Nasrin Sotoudeh. Sie ist Anwältin und zweifache Mutter. Ihre Kinder sind 4 und 10 Jahre alt. Nasrin Sotoudeh sitzt seit dem 4. September in Haft. Der Grund davor ist, dass sie während der letzten Jahre politische Gefangene verteidigt hat und den Drohungen zum Trotz nicht aufgehört hat, über ihre Schicksale zu berichten. Dass sie der Frauenbewegung im Iran angehörte und diese im Laufe der Jahre mit ihrer juristischen Unterstützung gestärkt hatte. Das sind Informationen, die man über sie liest in den Medien, in Eilbriefen der Menschenrechtsorganisationen an die Behörden der Islamischen Republik, in zahlreichen Petitionen, die im Internet kursieren und ihre Freilassung fordern. Aber ich kenne sie persönlich und möchte sie Ihnen vorstellen, wie ich sie in Erinnerung habe. Oftmals beobachtete ich sie, wie sie den Menschen- und Frauenrechtsaktivisten juristische Ratschläge gab. Sie sprach ruhig und beherrscht, artikulierte mit Gesetzen und Paragraphen. Der Blick in ihre Augen blieb stets unerschrocken, sogar distanziert, da sie sich in jede verzwickte Situation zu rechtlichen, machbaren Auswegen verpflichtet sah. Das ist keine einfache Aufgabe, da diese Gesetze sehr oft in ihren Augen Unrecht sind, was sie auch in Nebensätze erwähnte. Doch sie sind nun mal das einzige Instrument, das sie zur Verfügung hat. Sie schluckte ihre Wut runter, um konstruktiv zu bleiben und ihren sachlichen Optimismus nicht zu verlieren. Ich habe sie aber auch beobachtet, wie sie solche Gespräche unterbrach, wenn ihre Handy klingelte und eins ihrer Kinder sie sprechen wollte. Dann wurde ihre Stimme weich, in ihre Augen leuchtete der sanfte Blick der Fürsorge und sie versprach die einfachen Versprechungen einer Mutter. Nasrins Handlungsweisen und Charakter zeigen deeskalierende Merkmale auf. Heldentaten wie fristloser Hungerstreik passen nicht in ihr Schema. Sie befand sich aber 30 Tage im Hungerstreik. Niemand weiß, wie und wieso sie diese beendete. Ihre Haftbedingungen müssen so unerträglich gewesen sein, dass ihre sachlichen Argumente und ihre verhaltene Art sie nicht mehr tragen konnten. Es tut mir unendlich weh zu denken, dass sie so weit getrieben worden ist, dass sie ihren Körper als letztes Mittel zur Verteidigung eigener Rechte einsetzen musste. Die Ratlosigkeit, die sie in ihrer kleinen Zelle überwältigt haben muss, setzt sich in mir fort und tut mir weh. Diese verflixte Ratlosigkeit ist zu einem zentralen Begriff geworden, der durch die Zeit die Zustände benennt, in denen wir uns wiederfinden. Wenn ich zurückdenke, begegne ich diese Ratlosigkeit wiederholt und spüre die angestaute Wut im Bauch. Ich möchte Sie mitnehmen, entlang der Spur dieser Ratlosigkeit, und Ihnen einige meiner Erlebnisse, Eindrücke und Beobachtungen schildern,
die mich im Laufe der Jahre geprägt haben und zu einer Mitstreiterin der iranischen Frauenbewegung machten. Es sind Momentaufnahmen, die wie Mosaiksteine nebeneinander gesetzt sind und eine Landschaft bilden, in der das weibliche Leben im Iran stattfindet, gefangen gehalten wird, aber auch Widerstand leistet. Anfangen möchte ich in Mitte der 80er Jahre, als ich selbst langsam zu einer Frau heranwuchs, mit der Bibliothek der Teheraner Kunstakademie, wo ich studierte. Es war eine große Bibliothek mit geordneten Holzregalen rundherum, volle wertvolle Bücher und Kataloge über die lange Kunstgeschichte unserer Erde. Diese Bücher würden wie alle anderen Güter des Bildungssystems im Lande im Zuge der Kulturrevolution islamisiert. Auf jeder Seite der zahlreichen Bücher dieser Bibliothek würden Abbildungen der weiblichen Körper mit schwarzen, fetten Eddingstrichen überzogen. Damit entkamen sogar Bilder, nicht die Zwangsverschleierung. Es war die Zeit der Hinrichtungen, der Angststarre, der Flucht und der inneren Immigration. Da offene Proteste nicht mehr denkbar waren, bemühten sich Mann und Frau um Normalität. Wir, die Frauen im Gottesstaat, haben unseren Schleier mehr oder weniger so getragen, als ob es ein Teil von uns wäre. Die schwarzen Eddingstriche auf den Bildern zeigten aber ungeschont die Verhältnisse unseres Daseins und machten die Angriffe auf den weiblichen Körper und die menschlichen Existenz und ihre Verstümmelungen sichtbar. Einige Jahre später und fast am Ende meines Studiums saß ich eines Tages in einem verdunkelten Saal bei einer Vorlesung über die Kunstgeschichte der Moderne. Der Professor, der sich ständig um einen Spagat zwischen einem freiheitlichen Denken einerseits und den islamischen Vorschriften der Akademie andererseits bemühte, zeigte Bilder aus der Epoche der Expressionisten. Er sprach ausgewählt und kontrolliert und mit einer gezielten Leidenschaft über die Rebellion dieser Künstler. Dabei projizierte er ihre Beispielswerke auf die Leinwand. Als eine deformierte Gestalt in grellgelbe Farbe und mit langgezogenen blauen Strichen am Kopf in einem Gemälde von Emil Nolde auf der Leinwand erschien, schlug ein männlicher Student mit flachen Händen auf den Tisch und schrie mehrmals laut: Schämen Sie sich, so unsittliche Bilder zu zeigen. Der Professor machte den Projektor aus. Wir saßen in der Dunkelheit und er bemühte sich vergeblich um Schadensbegrenzung. Der Student verließ aber den Raum, knallte die Tür zu und der Professor wurde einige Zeit später entlassen. Der weibliche Körper war ein Terrain, das vom Gottesstaat reglementiert und stark überwacht wurde. Große und kleine Schrifttafeln in der Öffentlichkeit erinnerten uns an diese Reglementierung. Schwester, hieß es da beispielsweise, dein Hijab ist meine Ehre oder meine Fahne oder sogar Fahne des Islams. Das Subjekt dieser Sätze war immer männlich und gläubig. Anfang der 90er Jahre und nach meinem Studium verließ ich den Iran, um weiter zu studieren und auch andere Lebensformen außerhalb der Grenzen des Gottesstaats zu erfahren. Für die nächsten Jahre stellten meine Eltern, beide oppositionelle Politiker im Iran, die Hauptverbindung zu meinem Heimatland dar. Alles, was ich an diesem Land liebte, die schöne Schrift,
die Lyrik der Sprache, die Geborgenheit der Erinnerung verband sich auf eine selbstverständliche Art mit diesen beiden Personen. Diese Beziehung verschonte mich aber nicht von der Realität des Landes. Meine Eltern schickten mir beispielsweise regelmäßig per Fax ein verbotenes Nachrichtenbulletin, das sie wöchentlich im Iran veröffentlichten. Ich las die eng aneinandergereihten Kurznachrichten über die Missstände im Lande. Es war im Jahre 1994, als ich auf einem dieser Faxblätter die Nachricht vom Selbstmord einer alten Mitstreiterin meiner Mutter las. Eine Professorin, die trotz ihrer unersetzlichen Fachkompetenz in Psychologie von ihrem Lehrstuhl und Forschungsstelle ausgeschlossen wurde, weil sie sich den strengen islamischen Vorschriften widersetzte. Nach ihrer Entlassung wurde sie depressiv, verlor ihren Lebenssinn und verbrannte sich dann öffentlich in der Nähe ihrer Praxis als letztes Zeichen ihres Protestes. Zwei Tage danach erlag sie ihren Verletzungen. Nachrichten über Selbstmorde von Frauen, die in der Sackgasse des Gottesstaates keinen Ausweg finden konnten, häuften sich. Beeinflusst von diesen